Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in den nächsten Minuten zeige ich dir, wie man säumt. Viel Spaß! Beim Säumen werden die Stoffkanten nach innen geschlagen und dann mit der Nähmaschine festgenäht. Bei geraden Enden, wie hier bei diesem T-Shirt zum Beispiel, ist das nicht so schwierig, denn du hast hier immer eine gerade Kante, an der du dich gut orientieren kannst. Schwieriger wird es allerdings bei runden Halsausschnitten oder auch bei Armausschnitten, die ein bisschen zulaufen, sodass die Kante nicht genau die gleiche Breite hat wie beispielsweise der Ärmel selbst, wo das nachher dran genäht wird. Hier heißt es einfach Geduld, Geduld, Geduld und viel Mühe und Arbeit in die Vorbereitung legen. Wie das im Einzelnen funktioniert, zeige ich dir jetzt. Eine saubere Vorbereitung ist jetzt wirklich enorm wichtig, um zu einem schönen Ergebnis zu kommen. Hier habe ich jetzt bereits angefangen zu stecken. Ich beginne immer in der Mitte und arbeite mich dann zu den Seiten. Die schwierigsten Stellen sind sicherlich hier diese Schulternähte, aber auch die lassen sich relativ einfach schließen und stecken, indem man das gut vorbereitet hat und dann sich den Stoff so ein bisschen über die Hand nimmt. Was jetzt nicht funktioniert, ist, dass genau hier diese Kante jetzt umgeschlagen wird auf diese Kante, sondern das versetzt sich ein bisschen. Wie man hier jetzt sehen kann, hier läuft die Kante hier lang und dort läuft sie in diese Richtung. Das muss einfach so sein, weil es hier eine Rundung ist. Das ignoriere ich aber einfach, sondern klammer mir das hier mit der Klammer einmal fest. Und damit kann man schon sehen, dass hier tatsächlich diese Rundung weitergeführt wird. Jetzt muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht hier trotzdem noch eine Falte reinnimmt. Deswegen drehe ich mir das immer etwas um und fixiere mir das relativ eng hier mit den Klammern. Einmal auf dieser Seite und auch auf dieser Seite. Und wenn ich das gleich so unter die Maschine lege, nämlich in einem leichten Bogen, habe ich hier dann auch keine Stofffalte mehr eingenäht. Und das gleiche mache ich dann so auf der anderen Seite. Zum Säumen habe ich jetzt einen mittleren Zickzackstich eingestellt und ich beginne hinten in der Mitte. So, jetzt bin ich an der Schulternaht angekommen. Und jetzt lege ich mir das hier auf dem Tisch wirklich ganz platt und nähe jetzt vorsichtig hier einmal die Rundung. Diese Wellenbildung am Saum, die man manchmal hat, entsteht dadurch, dass der Stoff gedehnt wird. Deswegen hier unbedingt darauf achten, den Stoff beim Zusammennähen nicht zu ziehen. Außerdem kann es hilfreich sein, einen Obertransportfuß zu benutzen oder, wenn du kannst, auch den Nähfußdruck an deiner Maschine verringern. Bei ganz feinen Stoffen ist es auch sinnvoll, ein Bügelband aufzubügeln, denn das nimmt auch so ein bisschen die Elastizität und verringert die Wellenbildung. Zugegeben, das Säumen bedarf ein bisschen Übung. Es kommt aber auch immer etwas darauf an, welchen Stoff du gerade benutzt und wie sich deine Maschine so verhält. Deswegen hier mein Tipp, nicht am fertigen Objekt üben, sondern immer erst ein bisschen Probestoff nehmen und dann ausprobieren, mit welcher Einstellung du das schönste Ergebnis erzielst. Ich hoffe, dieses Video gefällt dir und mit den Tipps kannst du etwas anfangen. Wenn ja, gib mir doch einen Daumen hoch oder lass direkt ein kostenloses Abo da, dann verpasst du auch nicht, wenn es wieder was Neues auf meinem Kanal gibt. Ciao!